Glückwunsch uns allen, euch und mir. 100 Folgen. 100 Folgen Let's Play auf Gotthard bei Civilization 6 mit den Maori. Das ist die 101. Folge. Macht Spaß, finde ich. Macht immer noch Spaß, obwohl sich der Charakter des Let's Plays gewandelt hat. Zu Beginn auf Gotthard, gerade mit einem Volk wie den Maori, wo man auf hoher See startet und dann ins Blaue hineinfährt, im wörtlichen Sinne. Ein großes Abenteuer, ein Wagnis, ein Risiko, das man eingeht. Man weiß nie, was hinter der nächsten Ecke lauert, an der nächsten Küstenlinie, ob man die nächste Runde überlebt. Auf Gotthard riesige Startvorteile auf Seiten der KI. Mit den Osmanen, also unseren direkten Nachbarn, neben der Hauptstadt Kupiskano, lange Zeit eine ganz heikle Situation. Jederzeit hätten sie die Möglichkeit gehabt, uns zu überrollen. Die Osmanen, wir haben sie aber umgarnt. Wir sind ihnen entschlossen in den Allerwertesten gekrochen. Mittlerweile verstehen wir uns mit ihnen und mit allen anderen gut und haben die stärkste Militärmacht überhaupt auf der ganzen großen weiten Welt. Die meisten Städte, 23 sind es, glaube ich, und mit all diesen Städten, außerdem noch in allen diesen Städten eine unglaublich begeisterte Bevölkerung, was gar nicht so leicht ist, das zu erstellen. Und hier in Kluge Korallen, wo wir das Video gerade begonnen hatten, da steht all der Prunk und all der Protz und all die Pracht, die symbolisch ist für die zweite Phase dieses Let's Plays und vieler anderer solcher schwieriger Partien auf großen Karten, nämlich die Phase, wo man die Früchte seiner Arbeit erntet, wo man die Früchte pflückt und sich hineinfrisst und futtert und das genießt. Riesiges Reich, wir bauen auf, wir suhlen uns in unserem Glück und unserem Wohlstand und auch das macht Spaß. Wir ziehen rauf und wollen hier oben nochmal einen Wald hinpflanzen. Hier können wir auch einen Wald pflanzen. Ich habe die Zwischenzeit, die Folge übrigens, die Folgenpause benutzt, die Drehpause, um ein paar weitere Pins zu setzen für Bezirke, die wir noch bauen könnten. Hier in Treibholz hatten wir einen Händler hingeschickt, um viel zu generieren, Gold und Produktion. Bursa wäre eine Möglichkeit, Kalkutta würde etwas mehr Produktion bringen, das dagegen bringt Wissenschaft. Ach, kann man alles machen. Wir schicken mal rauf nach Pokrovka oder rund, ja doch, rauf zu Pokrovka. Dadurch wird in Treibholz die Produktion geboostet werden. Hier ziehen wir rauf mit einem Archäologen, mit Ivar. Hey. Und lassen hier mal buddeln. Mal schauen, was wir finden. Ein Renaissance-Objekt. Seit der Renaissance ist hier etwas begraben. Von Brüssel haben wir bislang noch gar nichts, von dem Stadtstaat. Und es ist aus einem Mittelalter-Artefakt ein Langschwert, das wir in Saftladen im Archäologischen Museum dort ausstellen werden. Hier rüber und dann dort oben hin rennen wir. Bekommen noch weitere Zeitalterpunkte. Beobachten mal die Situation hier rund um die letzten Städtchen der Nubia. Eine Sache würde ich gerne machen, das hat mich ein bisschen gefuchst, als ich es gesehen habe. Diese Militärkarte scheint nicht so zu funktionieren, wie ich sie mir erhofft hatte. Wir hatten vor der Militärkarte plus 3 Öl jede Runde. Das Öl haben wir erschlossen. Nicht durch Modernisierung, sondern durch Bezirke, durch Stadt oder durch Spezialbezirke. Und jetzt bekommen wir statt plus 3 nicht plus 6, sondern plus 4 an Öl. Ganz komisch. Ich weiß nicht, was die deutsche Übersetzung hier bedeutet. Alle modernisierten Ressourcen scheint sich nicht auf Modernisierung zu beziehen. Weil sonst hätten wir nicht plus 3, nicht plus 4, sondern immer noch nur plus 3 pro Runde. Scheint sich aber es scheinen auch nicht alle Bezirke das freizuschalten. Sonst hätten wir plus 6. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall der Unterschied von plus 3 auf plus 4 ist mir zu gering. Wir schauen mal, ob wir nicht ein bisschen mehr Geld bekommen, wenn wir die Massenaushebung hier reinsetzen. Plus 2 Gold pro Runde und Einheit. Im Augenblick ein Plus von 1226 und jetzt von 1282. Ja, das ist ein Unterschied. Früher hätten wir das gefeiert und Feuerwerk fallen lassen. Inzwischen sind wir ein wenig reich und fett geworden. War immer noch ein stattlicher Unterschied. Das Geld, das wir gleich bekommen werden, werden wir für den Innenbau eines Stadions investieren. Hier wird auch nochmal ein Wald gepflanzt. Mal schauen, wo die Nubier ihre Truppen hin und her schicken.
oder ihre Apostel. Klar, wir werden beschossen von Meroi. Hier wird, glaube ich, das ist eine Fregattenflotte, beschossen. Und ihr seht, dass er die gestapelt hatten zu zwei, führt nicht nur dazu, dass die besser feuern können, sondern dass sie auch mehr aushalten, wenn auf sie geschossen wird. There's no business like show business. Also ich finde das eines der hübschesten Wunderfilme, die es gibt bei Civ 6. Ich stehe sowieso total auf diese Wunderfilme. Und der hier, der ist wirklich besonders, besonders hübsch. Nicht nur wegen den tollen Lichteffekten am Ende, wenn in den Nachthimmel hinein die Strahlen leuchten, sondern auch wegen einiger Details. Ist das hier oben, das Konterfei auf dem Plakat dort oben, bei dem Skyscraper, dem Wolkenkratzer? Ist das aus einem anderen Phyrexis-Spiel? Ist das ein Alien von XCOM, XCOM 2? Weiß nicht. Den Film noch mal gucken. Und fertig. Raum. Das bedeutet, dass wir jetzt noch mehr Musikwerke erschaffen und unterbringen können. Eine Inspiration, ein Boost für die Kulturwissenschaften und ebenso ein Heurika, ein Boost für die Naturwissenschaften. Und hierhin, wenn wir sofort einen Musiker hinschicken, der wartete da schon die ganze Zeit, und lassen ihn etwas komponieren. Das bringt uns Kultur und Tourismus satt. Gleich sofort ausgestellt in unserem neuen Weltwunder. Am Broadway hier in Copescano. 4 Kultur, 8 Tourismus alleine dadurch. Und nächste Runde, wenn wir das Kulturerbe erforscht haben, dann holen wir uns diese Politikkarte hier, die hier links noch ohne Tooltip zu sehen ist. Die wird uns diese Erträge von 118 Tourismus verdoppeln. Copescano, Broadway fertig. Nächster Schritt, Sendezentrum. Ciao Chandra, Sendezentrum fertig, braucht Energie. Ohne Energie bekommen wir weniger Kultur. Statt potenziell 6 nur 2. Die anderen Effekte greifen aber auch so. Uni könnten wir bauen. Riesenrad, mehr Annehmlichkeiten. Hier vor Ort. Stein auf Stein, Sendezentrum fertig. Hier sollte ein Unterhaltungsdistrikt entstehen. Der PIM ist schon älter. Und ich würde ganz gerne das Industriegebiet, das habe ich gerade eben hier platziert, bei Saftladen. Da brauchen wir kein zweites. Den Unterhaltungsdistrikt könnten wir bauen. Dann wird hier der Wald verschwinden. Kriegen wir den binnen einer Runde? Nein, leider nicht. Kriegen wir nicht sofort. Sollten wir irgendwas anderes vorziehen und nicht sofort hier alles abreißen. Dann gehen wir die Hochwassersperren, die brauchen wir. Hier war nämlich auf einem Feld, ich glaube hier, da war Überschwemmungsstufe 1, Küstentiefland 1 Meter, das wird ganz schnell. Da ziehen wir das mal vor mit der Hochwassersperre. Brauchen wir nicht kurzfristig, aber dann können wir nächste Runde ja abholzen und das woanders reinstecken. In den Unterhaltungsdistrikt, der hier entsteht und über 9 Geländefelder, weil wir den Suzerainbonus von Mexiko nutzen, die umliegenden Städte mit Annehmlichkeiten boosten kann. Und hier, wo das Riesenrad entsteht, können wir auch schon mal ein Industriegebiet platzieren. Das würde ich gerne hier, das profitiert vom nahestehenden Steinbruch, den wir hier machen können. Und dann würde ich gerne mir das hier dazu kaufen. Achso, vorher mit dem Gold, das wir haben.
holen wir uns das Stadion. Das ist ganz zentral. Hier in Lagerfeuer. 1630 und hier entsteht's. Das erste. In der Maori-Sprache bedeutet den Tag in Lagerfeuer verbringen, dass man sich prächtig amüsiert. Drei Zeitalterpunkte. Oder, wie der kultivierte und zivilisierte Zipper zu sagen pflegt, drei Zeitarbeiterpunkte für uns. Und jetzt können wir hier an Ort und Stelle, hier ist noch der Bau des Ölkraftwerks drin, noch ein Weltwunder platzieren. In dem Augenblick, wo das Stadion fertig ist, steht uns nämlich an dieser Stelle das hier zur Verfügung, das Estadio do Maracana. Hier kommt's hin. Und das soll hier entstehen. Für den Eiffelturm haben wir noch keinen Ort, den haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Dafür wollten wir den großen Ingenieur benutzen, aber in Lagerfeuer haben wir bedingt Produktion. 61,6 ist viel, aber nicht so viel wie in manch anderen Städten. Und deshalb machen wir Folgendes. Dass wir nämlich hier den Ingenieur benutzen. Der hat drei Aktionen, regulär nur zwei Beschleunigungsaktionen, aber ein drittes. Dadurch, dass wir irgendwas freigeschaltet haben. Ich habe es wieder vergessen. Irgendwas hatten wir gemacht, dass wir jetzt immer drei Aktionen haben. Hier geht's hin. Achso, wo ziehen wir mit dem Handwerker hin? Wenn wir hier einen Kulturschock machen würden, wäre das Riff dabei und vielleicht wird das hier alles attraktiver für ein Seebad. Das war ein bisschen Spekulatius. Haben wir einen Berg hier, den wir boosten können zum Skiort? Nein. Haben wir ein Fleckchen für ein Seebad im Moment? Nein. Was zeigt die Anziehungskraft? Der Bildschirm. Atemberaubend muss es sein. Hier ist... Seebäder, gehen die auch auf Hügeln oder nur auf Flach? Ich glaube, es geht nur auf Hügeln. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Das ist auf jeden Fall hier Hügel. Aber wir könnten dennoch hier den Regenwald entfernen. Der ist sowieso schlecht für die Anziehungskraft und könnten hier auf jeden Fall einen Wald hinsetzen, aber das hat der Kollege, der kann das hier auch machen. Genau, der kann damit hier oben schon mal anfangen. Hier ist aber nur atemberaubend. Dann machen wir das erstmal. Dann ziehen wir hier rein. Ist hier links eigentlich ein Fischerboot? Nein, das gibt's ja gar nicht. Dann können wir hier schon mal ins Wasser... Oh, das dauert, der braucht aber lange. Wisst ihr was, wir ziehen mit dem mal rüber. Hier brauchen wir ganz dringend in Treibholz jemand. Der hat fünf Aktionen noch. Schnellster Weg ins Wasser nach Treibholz wie? Hier lang. Und hier können wir Wald pflanzen. In Totwild, Händler abgeschlossen, das ist gut. Nächster Schritt. Stimmt, hier soll der Theaterplatz entstehen. Hin und her gerissen Theaterplatz oder die alternative Schiffswerft bauen. Schiffswerft bringt langfristig mehr, weil hoher Produktionsbonus für die Stadt plus 6, Basisertrag und Nummer 1 Produktion für alle nicht modernisierten Küstengeländefelder. Ich glaube, die beiden werden in der Stadt genutzt. Die beiden werden genutzt. Das heißt, wir würden plus 8 bekommen an Produktion. Wenn wir hier abholzen, fällt ein Waldfeld weg. Daran müssen wir auch denken. Oder wir sagen, hey, wir ziehen jetzt das durch hier mit Theaterplatz und Marei und roden hier dafür. Das können wir auch machen. Dann sollte aber der als nächstes 6 Aktionen möglichst bald weitere Waldfelder machen. Wir entfernen hier mal die Wälder. Wir entfernen hier mal die Wälder, genau. Holen uns die Produktion und investieren. Alles geht jetzt sehr schnell. Ja, lass uns mal in den Theaterplatz und in Marei investieren. Dann geht es dann hier rüber gleich. Und dann entsteht hier ein Wald.
Wir hätten auch die Schiffswerften gründen können. Ich habe ja gerade laut nachgedacht. Beides denkbar. Kein gescheiter Bauauftrag hier möglich. Oder Einheiten. Spione, ja, dauern lange, ist denkbar. Militärpionier, natürlich. Das ist eine der wenigen Städte bei uns, wo wir ein Militärpionier bauen können. Das können wir hier wegen des gut ausgebauten Lagers. Deshalb Militärpionier, den können wir in produktionsschwachen Städten benutzen, um Hochwassersperren beschleunigt raufziehen zu können. Und natürlich für Eisenbahnen. Handwerker. Stimmt, hier hatten wir den Skiort gebaut. Direkt daneben geht Geiz weiter, aber hier können wir einen bauen. Das ist doch angeschlossen hier. Wir können natürlich auch hier unten Primärwald roden, aber Küsteneintopf ist mit 7, ja, könnten wir machen, wenn wir hier irgendeinen Bau beschleunigen wollen in Küsteneintopf. Sehe ich nicht zwingend hier. Spion, als nächstes stelle ich schon mal das Sendezentrum ein hier. Und dessen Bau könnten wir dann beschleunigen durch den Handwerker, dass wir hier Primärwald roden und einen anderen Wald draufsetzen. Aber vielleicht, ja, wir haben hier weit und breit auch kaum irgendwas anderes. Wie viele Aktionen sind hier noch möglich? 5. Dann machen wir das. Könnten wir sofort, machen wir nächste Runde aber erst. Denn der Spion wird auch so fertig. Juani, ein weiterer Archäologe steht uns zur Verfügung. Da sollte man, glaube ich, raufgehen, damit die Felder hier überhaupt bewirtschaftet werden können, den hier raufziehen. Hier haben wir einen Theaterplatz mit einem archäologischen Museum, das sogar voll ist. Dann lasst uns den hochziehen. Ich weiß, bislang waren wir auf andere Sachen gegangen, aufs Ausland, aber da müssten wir jetzt weit ziehen. Auch die Schiffswracks werden ja gleich freigeschaltet mit dem Kulturerbe. Lass es mit dem mal raufziehen, weil sonst können wir hier, nicht nur dort, auch hier oben, nichts, all diese Flecken hier nicht gescheit benutzen für was auch immer, um Regenwald zu entfernen. Wir ziehen mit ihm ins Wasser und hier oben rauf. Hier wollen wir Wald hinsetzen, hatten wir schon, genau. Hier könnten wir einen Bauernhof, nein, das wäre ein cooler Platz für ein Wohnviertel, Wohnraum, weil das sollte viel an, ja, atemberaubend viel an Wohnqualität bringen, an Wohnraum bringen. Sehen wir auch so, plus 6, das ist fett. Aber das ist doch das Symbol hier, das habe ich schon hier platziert für Wohnraum, genau, für ein Wohnviertel und darauf dann später ein Einkaufszentrum. Das ist noch nicht angeschlossen hier. Das Weizenvorkommen. Gibt auch nochmal Wohnraum und diverse andere Vorzüge. Hier wollten wir... Das ist ein Musikus oder ein Kunst? Nee, das ist dieser Landschaftsmensch. Hier rein. In die Eremitage. Frühlingsmorgen im Hanpalast. Und mit ihm wollten wir das Weltwunder hier beschleunigen. 3 Aktionen, 315 für den Bau. Maracana. 1740, 315, das heißt 945 Punkte. Mehr als die Hälfte können wir hier beschleunigen, damit die Rundenbauzeit gleich auf wahrscheinlich so um 15 Runden verkürzen. Das ist doch sehr cool. 2 Annehmlichkeiten überall, super cool.
Bei den Eiffelturm können wir wahrscheinlich ja irgendwo hinsetzen, in eine Stadt, die produktionsstärker ist. Und vielleicht haben wir dann nochmal einen großen Ingenieur. Und es dauert noch eine Weile, bis wir den freigeschaltet haben. Der nächste große Ingenieur, ja, den wollten wir uns unbedingt holen. James Watt. Den sollten wir auch kriegen. Demnächst. Bonus aller Fabriken plus 2 Produktion. Eieieiei. Bekommen wir den hier sicher? Den Wolfgang Amadeus? Ja. Wir generieren gar nicht so viele große Punkte für große Musiker. Nee, das sind unsere Maori. Entschuldigt, habe ich in der Zeile vertan. Ja doch. Ja, aber kriegen wir den noch eingeholt? Wir müssten wahrscheinlich doch Geld für in die Hand nehmen und mehr als wir im Augenblick haben. Und so, der hat 5 Aktionen. Das ist hier der Nationalpark, den wir mit einem Naturforscher bauen wollen. Das ist, glaube ich, der letzte. Danach gibt es Glauben nur noch für Rockmusiker, dass wir die dafür ausgeben, wenn es um das Thema Kultur geht. Wir kaufen unseren letzten Naturforscher. Und der wird hier gleich eingesetzt. Das heißt, wir können auch schon mal Ausschau halten nach Geländefeldern, die wir hier für ihn kaufen. Wir können auch das kaufen. Dann bekommen wir die beiden auf einmal. Wenn er rüberzieht. Oh, der braucht aber lange dafür. Aber er geht schneller. Er ist dort ganz fix. Ja, er braucht auch lange. 3 Runden. Dann gibt es nämlich einen Kulturschock. Dann wäre das Feld automatisch dabei. Ja, so lange kann der Naturforscher doch warten. Das ist nicht wirklich schlimm. Und dann kaufen wir aber schon mal... Das Feld dazu. Und können wir hier noch irgendwo Wälder pflanzen? Nächster Bürger in 3 Runden. Ach, sieht eigentlich alles hier so gut aus. Nahrungsüberschuss. Gut. Plus 20. Nächster Bürger geht ratzfatz. Wir brauchen demnächst hier Wohnraum. Wir können schon mal Ausschau halten nach einem Wohnviertel. Hey, überall tolle Plätze hier. Das ist echt sehr cool. Traumhaft. Dann könnten wir hier unten nochmal einen Wald hinsetzen. So. Hätte ich das Industriegebiet vielleicht hier hinsetzen sollen? Und wenn hier eine strategische Ressource gewesen wäre, wäre die automatisch erschlossen worden. Hier hätten wir, glaube ich, Wald hinsetzen können. Hier ging es nicht zu spät. Jetzt habe ich platziert. Auch hier könnten wir uns noch Fischer dazu holen per Kauf. Und das Geländefeld. Das wollen wir haben. Um dort noch einen Skiort hinzusetzen. Genau. So, und hier wollte ich ein Unterhaltungsdistrikt hinsetzen. Oben ein Wasserpark schon da. Ist das Primärwald? Ja, den roden wir für das Archäologische Museum. 2 Runden Bauzeit gespart. Nächste Runde bauen, pflanzen wir dann einen neuen Wald an. So. Westblick. Wollten wir wirklich von Westblick aus, ja, hier ist viel zu bauen. Museum, Kunstmuseum, Archäologe gleich. Da könnten wir die Stadt, wie viel haben wir hier? Ein plus 51 an Produktion.
Ja, oder wir sagen, wir boosten mal Lagerfeuer während des Baus vom Maracana. Mit noch mehr Produktion. 62 im Augenblick, das ist doch eine gute Gelegenheit. Wir schnappen uns den freien Händler hier und ziehen mit ihm rüber nach Lagerfeuer. Da haben wir doch eine Handelsroute, die bringen ja im Augenblick sehr, sehr viel Produktion. Damit können wir den Bau des Weltwunders noch ein bisschen beschleunigen. Hier wollten wir ein Seebad hinsetzen. Bringt Tourismus und Geld. Ikenfeld in einer Runde. Da ist es soweit. Jetzt muss ich ein bisschen aus der... Hier können wir noch ein bisschen tricksen. Muss noch ein bisschen weiter aufleveln. Jetzt muss ich leider auf gut Glück die Folge beenden. Ich habe vergessen, mir die Zeit zu stoppen. Passiert mir extrem selten. Ich hoffe, das ist jetzt etwa so die Zeit, wie es sonst auch ist. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ja, ob sie zu lang ist, ob sie zu kurz ist oder genau richtig. Genau richtig wäre so irgendwas 27, 28 Minuten. Das ist im Augenblick meine Ziellänge. Ich wünsche euch was. Viel Spaß mit den nächsten 100 Folgen. Nein, oh Gott. Jetzt sind die ersten von euch vom Stuhl gekippt oder... Wo auch immer ihr gerade sitzt oder liegt. Ich hoffe, ihr lag schon im Bett. Da ruht es sich bei einer Ohnmacht doch am besten.